Da ist sie. Juhu, sage ich da nur. Die neue Amazon Surprise Box des Dezembers mit starker Verzögerung. Denn ich habe gehört, es gab wohl Lieferprobleme bei einem Zulieferer des Inhaltes dieser Box. Ich habe jetzt gerade vom Amazon Zustellmenschen, danke dafür, diese Box hier bekommen. Die Surprise irgendetwas enthält. Die Thematik ist Feinkost. Es ist die Surprise Box im Dezember. Hier sind irgendwelche Lebensmittel der Thematik Feinkost drin und ich habe keine Ahnung, was drin ist. Das werde ich jetzt hier live mit euch einfach mal aufmachen und mich überraschen lassen. Ihr kennt die anderen Videos von mir auch. Die Oktoberbox habe ich auch getestet. Die Septemberbox habe ich auch getestet. November war Erfrischungsgetränke drin. September, Augustbox hatte ich auch, meine ich, weil im dem Oktober kam der Adventskalender raus, den ich übrigens auch habe. Das habe ich euch nicht im Video gezeigt, aber zwei andere. Die Proteinbox habe ich euch auch gezeigt, Amazon Surprise. Ihr merkt, ich bin ein großer Amazon Surprise Fan. Sprich, werft mir nicht vor, das hier ist eine reine Werbeveranstaltung. Ihr findet tatsächlich den Link, wo ihr es kaufen könnt, in den Kommentaren, aber nur, um es euch ein bisschen leichter zu machen auch. Denn ich kaufe mir die Dinger auch selber immer und bin immer ziemlich begeistert davon. Das Ding hier kostete jetzt 33 Euro, der Wert soll um die 70 Euro sein. De facto ist das jetzt die teuerste Box bisher. Ich kann aber sagen, dass zumindest die alten Boxen, die ich immer gekauft habe, wirklich auch das Geld mehr als wert waren, wie man so schön sagt. Also ich weiß nicht, 20 Euro bezahlt und der Wert war wirklich 40 Euro. Vor allem, es ist auch bis jetzt immer ein Gutschein drin gewesen. Mit dem man dann nochmal Geld bei Amazon für nächsten Bestellungen gespart hat. Das ist natürlich schon mal ganz cool. So, ich versuche das jetzt hier mal irgendwie so aufzumachen, ohne dass mir das jetzt hier alles... Moment! Es soll ja live sein, sonst heißt es am Ende noch, der Typ hat da schon selber reingeguckt. Nein, das habe ich nicht. Aber Moment, da könnte wieder... Muss ich kurz wegpacken. Ja, es ist auch wieder ein Gutschein bei, mit dem man 20% sparen kann auf Bestellungen bis zu 50 Euro. Heißt, man zahlt jetzt 33 Euro für diese Box, kriegt aber nochmal 10 Euro gutgeschrieben, also zahlt man letztlich nur 23 Euro. Und ich würde sagen, das ist ein sehr cooler Kurs. So, das ist das hier. Köstliche Spezialitäten entdecken. Schlage ich nicht auf. Spannung, Spannung, Spannung. Ey, ich liebe diese Boxen. Das ist wie Geburtstag. Ne? Man macht das auf und man weiß nicht, was drin ist. Ich finde es total großartig. Einen Moment mal eben. Muss mal eben hier... Ich habe hier scheiß Licht drin. Ich hätte es euch ja lieber draußen präsentiert, aber... Ups, das hat sich gerade einmal das Bild gedreht. Egal. So, Abdeckung auf. Diesmal mit Glas drinnen. Das sieht schon mal ganz nice aus, würde ich sagen. Wir fangen mal oben links an, was hier drin ist. Was zur Hölle ist denn das? Teeblumen? Teeblumen-Probierset. Alter Leute, fängt ja schon kacke an. Was soll ich mit Teeblumen? Oh, das ist aber geil. Macadamia-Schokolade. Das ist genau mein Dingen, sage ich schon mal. Man sieht auch gut Nüsse drin. Ha, dicke Nüsse. Handgemacht in Deutschland. Okay, sowas kostet wirklich dann meistens schon 4-5 Euro, vor allem mit Macadamia. Oben rechts. Irgendwelche italienischen Pralinen mit Haselnüssen. Dunkle Schokolade, Pralinen mit Haselnussfüllung. Okay, Feinkost Bacci, Bacchi. Perugina, wo kommt denn das her? Koscher. Kommt aus Brasilien? Sao Paulo? Ja, das ist ja mal was ganz Exklusives. Sage ich nur, leider geil. Ob es schmeckt, wird sich noch zeigen. Hier, nicht sonderlich einfallsreich, aber kommt, glaube ich, immer gut. Pesto Genovese La Gallinara. Was zur Hölle? Scheiße, was sind eigentlich Teeblumen? Ist das diese... Ach, ich glaube, ich war schon mal beim Asiaten. Da hat man wirklich so eine ganze Blume einfach im Tee drin gehabt. Sieht stylisch aus. Golden Fortune, weißer Tee. Inhalt aus China. Okay. Es kommt also auch alles aus aller Welt irgendwie. Ja, Pesto, ne? Was haben wir hier? Schwarz-Olivenpaste. Sehr geil. Ich kann euch sagen, das ist echt lecker. Schmiert euch die einfach aufs Brot drauf. Ich kenne andere Olivenpaste, nicht diese hier. Das ist sehr intensiv vom Geschmack, aber echt lecker. Finde ich gut. Schwarze Olivenpaste, tatsächlich Feinschmecker. So, das nächste Ding hier. Was haben wir hier?
Figonero, Confettura extra. Schwarze Feigenmarmelade, könnte das sein? Von den Kalorien sieht schon mal nach Feigen aus. Produkt aus Italien. Also es kommt doch alles irgendwo aus aller Welt, ne? Sieht ganz so aus. Feigenfruchtausstrich, dunkle Feigen, etc. Sag ich jetzt. Ja, Feinkost aus Italien. Ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich auch ein riesen Marmeladenfan. Ob hier wohl Schnaps drin ist in dieser großen Pulle, so eine Pulle Wein oder so. Hier ist zumindest etwas, was aus Glas ist. Kretisches natives Olivenöl extra. Man weiß natürlich auch, dass das Billigöl aus dem Aldi oder Lidl oder wo, das war eins der besten ist, obwohl es nichts kostet. Trotzdem hier, ja, auch nicht einfallsreich, aber nicht verkehrt. Öl aus Kreta, natives Olivenöl extra. Kreta war ich tatsächlich auch schon zweimal Urlaub machen, kann ich euch sehr empfehlen. Ganz nice. Da wäre ich jetzt auch gerade gerne am Strand. Ja, coole Sache, würde ich sagen. So, jetzt haben wir hier unglaublich viel Heu. Kann ich auch gleich meine ganze Bude aufräumen. Ich muss jetzt hier gerade mal so ein bisschen. Für mich als Pasta-Fan gar nicht so verkehrt. Ein bisschen ärmlich, dass es von Tegut kommt. Vom Feinsten. Hauchdünne Pasta. Fettuccine Paglia e Fieno. Traditionell hergestellt. In Italien. Kurze Kochzeit. Nur 3 bis 4 Minuten. Was ist das hier? Spinat, Weizen und Ei. Sieht nice aus. Ist gar nicht so verkehrt. Und sieht bestimmt auch optisch gut aus. Rezept aus der Tegut-Kochwerkstatt. Tatsächlich gibt es hier bei mir in der Region gar kein Teegut. Ich war mal in Jena, da gibt es ein Teegut. Oh, hier sind aber schon einige zerbröselt, glaube ich, wie sich das anhört. Naja, das wird mal kritisch beäugt hier. Arrabbiata Gewürzmischung. Das flasht mich jetzt nicht wirklich. Wow, mit gratis Ratgeber zum Downloaden. krautberger.de. Ja, fantastisch. Es gibt übrigens eine sehr geile Arrabbiata, Moment, die es auch bei Amazon zu kaufen gibt. Ach nee, das war die hier gar nicht. Zumindest ist es von dieser Marke, Bernbacher. Diese Marke gibt es auch bei Amazon und die haben eine Arrabbiata, die ist extrem gut, aber auch diese Verdure ist sehr gut. So, das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, ich wusste es! Bam! Ja, keine Ahnung. Ich hasse Wein, ich hasse Sekt, aber die Pulle ist geil. Brut-Dargan und so weiter. Semi-trocken Chardonnay. Eis-Eis, Baby. Drink Chardonnay on Ice. Jetzt bräuchte ich nur noch meine Girls, mit denen ich das dann trinken kann, die ich nicht habe. Na gut, also die Pulle ist cool und es sieht auch tatsächlich hochwertiger aus. Wobei, wie auch immer, wie wir wissen, bei Aldi gibt es auch sehr guten Wein. Trotzdem interessant. Ich finde es jetzt gerade nur sehr ärgerlich, dass hier noch eine Flasche Sekt drin ist oder Wein. Denn ich, ach nee, Wein ist das jetzt. Spätburgunder. Mann, das ist alles so Wein, den ich nicht mag, ey. Ich mag überhaupt keinen Wein. Was soll die Scheiße? Vor allem trocken. Wisst ihr, was ich gerne trinke? Das hier. Das ist Wein, den ich gerne trinke. Beerenauslese, edelsüß. So richtig süße Plörre. Das trinke ich gerne. Das hier hingegen. Ich bin dezent nicht begeistert. Aber es ist an sich ziemlich cool, ne? 2015 Baron von Meidel. Hallo. Ich meine, hallo, Baron. Und die Pulle hier sieht einfach geil aus. Die ist zumindest den Platz im Regal wert. Ein Chardonnay. Fragt mich nie, was ein Chardonnay ist, ne? Was haben wir hier jetzt noch? Black Tea. Süßer schwarzer Tee. Okay, das sieht cool aus. Vegans. Ich habe nur noch 1 Minute. Schnell abschließen. Schwarzer Tee. Könnte interessant sein. Löslich mal was anderes. Was haben wir jetzt hier noch? Das vorletzte. Choco Strawberry Fraise Jam. Chocolate Spread with Strawberry. Also Schokoladenaufstrich mit Erdbeeren. Okay. Oh, hier ist noch was Kleines. Scheiße, Mann. Ich habe keine Zeit mehr. Was haben wir hier? Auch eine Schoko-Aufstrich mit Banane. Sehr cool. Schoko-Banane. Geile Kombi. Und hier als letztes Chill-Out-Trinkschokolade von Krüger U. Mit Lavendel. Okay. Fazit. Nette Sachen drin. Nicht alles unbedingt meins. Sonst noch was drin? Nein. Trotzdem, ich denke, preislich kann man hier echt nicht meckern. Allein wegen diesem hochwertigen Zeug sie auch und einigen Konfitüren. Probiert's mal aus. Die Überraschung ist euch jetzt zwar genommen, aber es ist cool. Ciao.